Als unseren letzten Ausatemmuskel kümmern wir uns um den Quadratus lumborum, den quadratischen Lendenmuskel. Und der zieht ungefähr so. Du nimmst jetzt einmal die Hände hinten in den Rücken, wie jemand, der Rückenschmerzen hat und sich dort hinhält. Genau, nimm mal die Hände richtig andersrum. Genau, super. Und du gibst jetzt leichten Druck auf den unteren Rücken. Versuchst jetzt komplett einzuatmen und mit der Ausatmung die Rippenenden und den Teil des Rückens nach unten innen zu schieben, also komplett auskomprimieren. Du wirst in diese Muskulatur erst reinkommen im letzten Teil deiner Ausatmung. Dann anspannen, ohne dabei ins Hohlkreuz zu gehen. Gut, dann wieder ein und versuch wirklich dir vorzustellen, dass du diese Verbindung schaffst, dass du diese Muskulatur zusammenschiebst, dass wir eine schöne Komprimierung der Muskulatur hier erreichen, was er gerade sehr gut macht. Dann wieder ein. Sehr gut. Und aus. Super. Davon kannst du auch wieder 10, 15 Wiederholungen machen. Manchmal kann es sein, dass eine Seite etwas fester sitzt als die andere. Das kennt man auch von Rückenschmerzen. Deswegen müssen wir versuchen, eine Seite separat anzusteuern. Und das zeige ich dir in der nächsten Übung. Du stellst dich in einen lockeren und sicheren Stand. Die Knie sind leicht gebeugt. Und jetzt versuchst du, eine Marionette zu sein. Also relativ locker in all deinen Bewegungen zu sein. Die erste Aufgabe, dass du dich zur Seite neigst, den Kopf locker hängen lässt, dann eindrehst und dann ein bisschen runterbeugst, sodass wir schön Zug auf die Seite bekommen. Das Ganze machen wir jetzt mit dem René. Genau, er ist schon vorgegangen. Jetzt dreh dich nochmal ein bisschen nach links ein. Und du kannst hier an den Tapes schön erkennen, wie sich die Seite richtig schön aufzieht und länger wird als die andere. Wir haben jetzt also die linke Seite eingespannt, kontrahiert und die rechte Seite aufgespannt, ein Stretch drauf. Und jetzt versuchen wir, die rechte Seite mit der Ausatmung in der Stretch-Position zusammenzuführen. Also tief einatmen, sodass sich die beiden Enden auseinanderziehen. Und jetzt ausatmen und zusammenführen. Sehr gut. Wieder ein. Sehr gut. Und aus, sodass sich die beiden Enden zusammenkommen. Jetzt versucht er nochmal ein bisschen weiter sich nach vorne zu beugen, dass wir so eine schöne Rundung hinbekommen. Nochmal ein bisschen nach links eindrehen, sodass du auch für dich das Ganze hier im unteren Rücken spüren musst, einen schönen Zug. So, jetzt wieder einatmen. Gut, also wir haben den Zug jetzt verstärkt. Und wieder aus. Sehr gut. Und jetzt kommen wir noch besser in diese Position rein, in die Bewegung rein. Und denk dran, die Bewegung, die Ausatmung vollständig zu machen. Weiter, 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 weiter. Sehr gut. Noch einmal ein und aus. Super. Wenn du jetzt hochkommst, komm langsam nach oben. Es kann nämlich sein, dass dir in dieser Position sehr schnell schwindelig wird. Super. Davon ungefähr 10, 15 Wiederholungen machen. Und dann haben wir jetzt auch die Ausatemmuskeln alle zusammengepackt. Und jetzt geht es darum, alle Übungen zu kombinieren und in einen Flow zu bringen.